Sie haben recht, eine gewisse Ähnlichkeit ist nicht zu verleugnen. Und Sie haben wirklich gesehen, dass die Nonne einen ähnlichen Gehfehler hat? Ja, das wäre doch ein Zufall, wenn es sich dabei um zwei verschiedene Personen handeln würde. Na, dann wollen wir doch mal schauen, was über die Schwester Beatrix Ulbrich herauszufinden ist. So, mein Schatz, ich bring dich jetzt in dein Zimmer und da kannst du noch ein bisschen spielen, ja? Ich muss nämlich noch was mit Schwester Beatrix besprechen. Wieder so ein erstaunlicher Zufall. Ihre Nonne ist vor ihrer Berufung durch Gott mehrere Male mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Ach ja? Ja, in der Tat. Und das halten Sie sich fest. Sie war mehrfach wegen Straftaten gegen vermeintliche Umweltsünder angeklagt. Allerdings sind bei diesen Aktionen bisher keine Leute zu Schaden gekommen. Ja, ansonsten wäre sie auch nicht mehr frei im Fuß. Haben Sie denn sonst noch was? Sie hat schon mehrfach an vorderster Front gegen diverse Fabriken gekämpft, die im Verdacht standen, die Gesundheit von Anwohnern zu gefährden. Die Kleine weiß immer noch nichts, oder? Sie können ihr das nicht ewig verschweigen. Ich weiß, aber ich will erst Klarheit haben, was wirklich passiert ist. Hat denn Ihre Anwältin inzwischen was herausfinden können? Ja, sie geht mittlerweile davon aus, dass Ferdinand einem Sabotageakt zum Opfer gefallen ist. An den Behältern mit den Chemikalien wurde nachweislich manipuliert. Wer kann denn nur so grausam sein? Ich weiß es nicht. Sie haben Ihrer Anwältin doch nichts von meinem Streit mit Ferdinand erzählt. Dass er deshalb aufgehört hat, mich zu unterstützen und dass deshalb Hannah in einen anderen Kindergarten wechseln muss. Doch, das habe ich ihr erzählt. Dann wird mir jetzt einiges klar. Was ist denn daran so schlimm? Können Sie denn sehen, ob sie bei diesem Protest noch Mitstreiter hatte? Ja, hier taucht immer wieder der Name Dirk Blatter auf. Wollen wir doch mal sehen, wo dieser Herr mittlerweile steckt. Er ist Reporter bei unserem Lokalblatt. Ach nee. Jetzt raten Sie mal, von welchem Thema sein letzter Artikel gehandelt hat. Na, wenn Sie mich so fragen, vielleicht von den Kindern aus Schwester Beatrix Kindergarten oder von diesem Verdacht gegen diese gewisse Chemiefirma? Bingo. Warum sollte denn meine Anwältin nichts von dem Streit erfahren? Jetzt sagen Sie schon. Aber dann hätte Schwester Beatrix den Tod eines Menschen in Kauf genommen. Das wollen wir die Gute doch am besten gleich mal selber fragen. Ja, hallo? Ja, natürlich. Ja, gut. Dann werde ich gleich heute Nachmittag bei Ihnen auf der Wache sein. Ja, auf Wiederhören. Wohin sollen Sie kommen? Zur Polizei? Ja, offenbar hat Ihre Anwältin mich angeschwärzt. Sie können nicht bestreiten, dass Sie eine gewisse Ähnlichkeit zu der Frau auf diesem Video aufweisen. Das bin ich aber nicht. Ich habe mit Ihrer Oberin telefoniert. Sie sagt, dass Sie am fraglichen Morgen nicht bei der Andacht gewesen sind. Mir war eben nicht gut. Ach, Schwester Beatrix, hören Sie doch auf. Wir sind längst über Ihre Vergangenheit informiert. Und wahrscheinlich verstecken Sie hinter Ihrem frommen Habitus nur die alte, rebellische Aktivistin. Wie sieht es denn aus? Haben Sie noch Ihre alten Kontakte zu diesen kriminellen Organisationen, die sich auf Sabotageakte spezialisiert hat? Was glauben Sie eigentlich, warum ich dieses Gewand gewählt habe? Ja, sagen Sie es uns! Weil ich endgültig mit diesen lebensgefährlichen Aktionen abschließen wollte. Ich selber bin bei einer dieser Aktionen fast umgekommen. Mein Bein erinnert mich täglich an meine Verfehlungen. Ich habe nur durch ein Wunder überlebt. Und seitdem bin ich strikt gegen jede Art von Gewalt. Ich würde alles dafür geben, dass der Mensch, der Herrn Schumann und vor allem der kleinen Hannah, das angetan hat, für immer seine gerechte Strafe bekommt. Aber Sie haben kein Alibi. Vielleicht konnten Sie einfach nicht aus Ihrer Haut, als Sie sahen, dass es den Kindern plötzlich schlecht ging. Ich bestreite ja gar nicht, dass ich in großer Sorge bin. So unterschiedlich wir auch sind, aber Sie sind doch auch eine Frau. Sie müssen mir glauben, ich würde doch nie einem Kind seinen Vater nehmen. Ich glaube Ihnen.
Aber Sie haben uns zuerst auf die Spur gebracht. Am besten, Sie sagen jetzt gar nichts mehr. Ach, wollen Sie sie jetzt vertreten? Das ist wohl kaum möglich. Meine Mandantin ist bereits Frau Schumann. Ja, da besteht schon ein gewisser Interessenskonflikt, nicht wahr? Ja, da haben Sie recht. Aber dennoch meine ich, dass wir hier auf dem Holzweg sind. Ich glaube, dass ich mich bezüglich Schwester Beatrix getäuscht habe. Ich traue ihr eine so brutale Tat einfach nicht zu. Und außerdem habe ich den Eindruck, dass ihr zu viel an Familie Schumann, vor allem an der kleinen Hanna, gelegen ist. Das Einzige, was mich stört, ist, warum macht sie so ein Geheimnis daraus, wo sie an dem fraglichen Morgen gewesen ist? Im Kloster war sie offenbar nicht. Aber wer sonst sollte für diesen tödlichen Sabotageakt verantwortlich sein? Ich bin ja fest davon überzeugt, dass Ferdinand Schumann einem gezielten Anschlag zum Opfer gefallen ist. Am besten werde ich gleich mal mit dem Reporter Dirk Blatter sprechen. Der hat sich ja auch mit der Firma beschäftigt. Während Isabella Schulien weiterhin versucht, Licht ins Dunkel des Falles zu bringen, stattet Firmenchef Wolf der Witwe seines Mitarbeiters einen Überraschungsbesuch ab. Wie trinken Sie denn Ihren Tee? Mit einem Schuss Zitrone, das wäre nett, danke. Ich habe auch den Schlüsselbund Ihres Mannes mitgebracht. Danke. Die Zitronen sind im Keller. Ich bin gleich wieder da. Isabella Schulien erhofft sich wichtige Informationen vom Lokalreporter Dirk Blatter. Was wissen Sie denn über die Chemiefirma, in der mein Mandant gearbeitet hat? Und könnten Sie sich vorstellen, dass er Opfer eines Sabotageakts geworden ist? Ich kann mir, was diese Firma anbelangt, so einiges vorstellen. Jedenfalls ist dieser Günther Wolf nicht der Saubermann, für den er von allen gehalten wird. Ich habe schon recherchiert und er hat in der Vergangenheit schon Firmen gerettet. Was heißt das? Er hat die Firmen gerettet, um sie dann, sobald sie saniert waren, gewinnbringend zu verkaufen. Na, dagegen ist doch erstmal nichts anzuwenden. Auch dann nicht, wenn die Firmen dann zerschlagen werden und die Mitarbeiter vor die Tür gesetzt werden? Halten Sie es für möglich, dass dieser Herr Wolf etwas mit Ferdinands Tod zu tun hat? Beweise dafür habe ich nicht. Aber Ferdinand hat so plötzlich einen Rückzieher gemacht. Na, vielleicht hat er einfach Angst um seinen Arbeitsplatz. Nee, da steckt etwas anderes dahinter. Er hätte Beatrix nicht im Stich gelassen. Er mochte sie, das weiß ich. Aber nicht so sehr, wie Sie sie mögen, oder? Was wollen Sie mir denn nun schon wieder unterstellen? Herr Blatter, ich bin doch auch nicht von gestern. Ich sehe es doch in Ihren Augen und in der Art und Weise, wie Sie über Schwester Beatrix sprechen. Und wenn Sie ihr wirklich helfen wollen, dann sagen Sie mir bitte alles, was Sie wissen. Ich weiß, wo Beatrix in der Nacht war. Wir haben, nachdem Ferdinand uns nicht mehr unterstützt hat und wir es nicht erreichen konnten, dass der Boden im Kindergarten von offizieller Seite her untersucht wird, beschlossen, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Und was heißt das genau? Wir haben Bodenproben entnommen, um sie dann auf eigene Kosten analysieren zu lassen. Und das mitten in der Nacht? Sie mussten doch keine Angst haben, entdeckt zu werden. Sie wurden von dieser Firma doch nicht überwacht. Das nicht. Aber Beatrix und ich, wir lieben uns. Verstehe. Verstehen Sie auch sicherlich, dass das nie herauskommen darf. Beatrix ist ihr Gelübde unheimlich heilig. Das würde ihr das Herz brechen. Dennoch, wenn Sie Beatrix wirklich helfen wollen, dann geben Sie sich einen Ruck und gehen zur Polizei und geben ihr ein Alibi. Sie wird dort immer noch als die Verdächtige gehandelt. Isabella Schulien hat sich mit der verzweifelten jungen Mutter verabredet. Gemeinsam mit ihr will sie herausfinden, ob der Chef ihres Mannes tatsächlich etwas mit seinem Tod zu tun hat. Wie geht es, Hanna? Naja, sie fragt immer nach ihrem Vater. Haben Sie es ihr immer noch nicht gesagt? Ich weiß nicht, wie. Wie sagt man denn seinem Kind, dass der Vater nie mehr wiederkommt? Es stürzt doch alles auf mich ein. Ferdinand hat sich immer um alles gekümmert. Und jetzt muss ich mich um seine Beerdigung kümmern. Und jedes Mal, wenn ich Hanna morgens in den Kindergarten bringe, muss ich daran denken, dass vielleicht Schwester Beatrix was mit seinem Tod zu tun haben könnte. Da kann ich Sie beruhigen, das hat sie nicht. Da bin ich mir 100% sicher. Bin ich aber beruhigt. Ich hätte es mir ja eigentlich auch gar nicht vorstellen können. Aber nach unserem Gespräch letztens war ich dann doch etwas verunsichert. Und dann auch noch der Streit zwischen Schwester Beatrix und Ferdinand kurz vor seinem Tod. Worum ging es denn in dem Streit eigentlich ganz genau? Viel habe ich nicht mitbekommen, nur dass es um die Firma und um Herrn Wolf ging. Und an mehr können Sie sich wirklich nicht erinnern? Nein, kann ich nicht.
Ich habe das Gefühl, ich kann gar nicht mehr klar denken. Es ist doch alles viel zu viel. Frau Schumann, wenn ich irgendetwas für Sie tun kann, dann sagen Sie es mir. Warum musste Ferdinand nur sterben, Frau Schulin? Warum? Ich verspreche Ihnen, ich werde die Wahrheit herausfinden. Der Eindruck, dass Günther Wolf die Schlüsselfigur des gesamten Falls ist, spitzt sich immer mehr zu. Der Vorwurf des Umweltskandals, Ferdinands anfängliches Engagement, dann sein plötzlicher Rückzug und schließlich sein Tod, alles dreht sich um die Firma. Ich muss der Sache weiter auf den Grund gehen. Und ich kann nur hoffen, dass Schwester Beatrix mir meinen Irrtum nicht übel nimmt und mich weiter mit Informationen versorgt. Die junge Witwe sieht die Papiere ihres Mannes durch und macht eine schockierende Entdeckung. Woher kommt das viele Geld? Und wieso hat ihr Mann ihr sowas verheimlicht? Haben Sie denn in der Zwischenzeit schon mit Herrn Blatter sprechen können? Ja, das habe ich. Und auch mit der Polizei. Sie verstehen doch, warum ich nichts gesagt habe. Natürlich. Wird die Sache denn für Sie jetzt unangenehme Konsequenzen haben? Nein. Die Polizei hat uns Diskretion zugesagt, da unser, ja, wie soll ich sagen, Verhältnis zueinander nichts mit dem eigentlichen Fall zu tun hat. Das freut mich für Sie. Aber ich wollte Sie auch nicht in Schwierigkeiten bringen, aber es sprachen am Anfang schon viele Indizien gegen Sie. Schwamm drüber. Ach, eine Sache noch. Worum ging es denn in Ihren Streit mit Herrn Schumann? Das ist wirklich wichtig. Ferdinand hatte uns zugesagt, nach Beweisen wegen der Umweltverschmutzung innerhalb seiner Firma zu suchen. Naja, ich hatte sogar den Eindruck, dass er tatsächlich eine ganz heiße Spur hatte, aber dann machte er urplötzlich einen Rückzieher. Und haben Sie einen Verdacht, warum er sich so plötzlich zurückgezogen hat? Naja, ich nehme an, dass er kalte Füße bekommen hat. Ja, entschuldigen Sie mal bitte. Frau Schumann? Frau Schulin, ich glaube, ich habe hier gerade was entdeckt. Was? Was haben Sie entdeckt? Ferdinand hat ein Konto, von dem ich nichts wusste. Und da sind 100.000 Euro drauf. Was? Wo kommt denn das ganze Geld her? Keine Ahnung. Es ist ein Nummernkonto ohne Namen. Jetzt schauen Sie doch mal, ob Sie noch was finden. Hier taucht der Betrag noch mal auf. Aber diesmal ist die Summe zurücküberwiesen worden. Und? Steht da mehr drauf als die Kontonummer? Nein. Haben Sie vielleicht die Zugangsdaten für das Online-Banking Ihres Mannes? Nein, aber Ferdinand hat solche Daten immer auf einer externen Festplatte gespeichert. Die muss hier irgendwo rumliegen. Ja, dann suchen Sie mal. Vielleicht hilft uns das ja weiter. Woher hat er nur das Geld? Vielleicht hat er wirklich irgendwas herausgefunden und damit dann seine Firma erpresst, weil er uns aus den Schulden rausholen wollte. Ja, ausschließen kann man das nicht, schon gar nicht bei einer solchen Summe. Deshalb konnte er mir auch diese Kette schenken. Jetzt verstehe ich auch, warum er gesagt hat, dass alles wieder gut wird. Ich weiß, Sie sind jetzt erstmal schockiert, aber wir müssen das auch erstmal alles beweisen. Haben Sie denn jetzt die Festplatte gefunden? Nein, die ist wie vom Erdboden verschluckt. Dabei lag sie gestern noch auf dem Tisch. Die Zitronen sind im Keller. Ich bin gleich wieder da. Hallo? Frau Schumann? Sie lag gestern noch auf dem Tisch, bis Herr Wolf da war. Bevor ich die Polizei über den neuen Verdacht gegen Günther Wolf informiere, werde ich dem Herrn lieber mal selber auf den Zahn fühlen. Ich habe nämlich keine Lust, mich noch einmal wegen einem vorschnellen Verdacht zu blamieren. Aber so langsam setzt sich das Puzzle zusammen. Was soll das denn heißen? Ich habe alles fest im Griff, keine Sorge. Bitte? Ich habe ja wohl alles dafür getan, dass dieser Deal glatt über die Bühne geht. Ja, es wird alles wie geplant ablaufen. Verlassen Sie sich drauf. Oder glauben Sie wirklich allen Ernstes, dass ich mir die 10 Millionen Euro Provision durch die Lappen gehen lasse? Na also, auf mich wartet schon ein sonniges Plätzchen. Thank you.
Offizier, hallo? Ja, Frau Luxem, die Sekretärin von Herrn Wolf. Ich rufe nur noch mal an wegen dem anstehenden Termin. Also es bleibt alles wie besprochen. Ja, wie besprochen. Morgen um 4. Okay, vielen Dank. Auf Wiederhören. Wiederhören. Hallo Stefan, hier ist Isabella. Du, sag mal, du bist doch eigentlich der Spezialist, wenn es um Wirtschaftsdeals geht, oder? Ja, okay, du hast mich durchschaut. Aber du musst mir wirklich einen dringenden Gefallen tun. Und zwar kannst du mal einen Namen für mich checken. Thomas Lorenz. Ja, super. Sagst du mir dann Bescheid? Klasse, bis später. Ciao. Thomas, was gibst du noch? Mich hat gerade eine Frau angerufen. Was für eine Frau? Deine Sekretärin. Meine Sekretärin? Ja, hat sie gesagt. Die hat doch heute frei. Keine Ahnung. Sie hat auf jeden Fall gefragt, ob es bei unserem Termin bleibt. Und ich habe ihr den Termin bestätigt. Okay, ich kümmere mich drum. Mist! Firmenchef Wolf steht unter Druck. Er hat die Ehefrau des Verstorbenen im Verdacht, die Anruferin zu sein. Mit einem nachgemachten Schlüssel dringt er heimlich in das Haus der jungen Mutter ein. Wo sind die Beweise? Hier sind keine. Verarsch mich nicht! Du weißt, was ich meine! Ich weiß wirklich nicht! Lüg mich nicht an! Jetzt, wo der Alte weg ist, denkst du wohl, du kannst doppelt abkassieren, hä? Hat Ferdinand sehr tatsächlich. Ja, und du tu nicht so naiv. Du weißt genau, was abläuft, oder? Woher hast du sonst Thomas seine Nummer? Thomas, ich kenne keinen Thomas. Und hier sind auch keine Beweise. Da hat Ferdinand sie irgendwo in der Firma versteckt. Hätte doch Hanna und mich nicht in Gefahr gebracht. Ich bete für dich, dass das die Wahrheit war. Los, mitkommen. Aber Hanna, ich muss sie gleich vom Kindergarten abholen. Und wenn ich nicht gleich dort auftauche, dann wissen die das, was nicht in Ordnung ist. Ruf da an und lass dir was Gutes einfallen. Los! Los! Ja, bitte? Guten Tag, Herr Aurich. Guten Tag, Frau Schulien. Na, haben Sie wieder einen heißen Tipp für uns? In der Tat. Ich habe soeben von einem befreundeten Journalisten, einem wirklich renommierten Wirtschaftsexperten, erfahren, dass diese Chemiefirma verkauft wird. Und da ist ja nichts Verbotenes dran. Das nicht. Aber wissen Sie, der Verkauf, der wird so dubios, schon fast geheim gehandelt. Ich sag's Ihnen, das ist ein reines Insidergeschäft. Aha. Nun, ich denke, dass ich für Sie auch sehr interessante Informationen habe. Dieser Blatter hat eben angerufen. Er und Schwester Beatrix haben ja privat offensichtlich Proben von dem Kindergartenboden in Auftrag gegeben. Und? Nun, die Ergebnisse sind gekommen. Der Boden ist tatsächlich extrem chemieverseucht. Ja, dann ist doch alles klar. Dieser Günther Wolf hat wahrscheinlich durch die illegale Giftmüllentsorgung so viel Geld gespart, dass er die Firma in kürzester Zeit saniert hat und jetzt gewinnbringend verkaufen kann. Könnte was dran sein. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Bei all dem, was ich in letzter Zeit erfahren habe, meine ich fast, dass Günther Wolf Ferdinand Schumann ermordet hat, weil er ihm wahrscheinlich auf die Schliche gekommen ist. Er hat sogar von einem Neuanfang gesprochen. Einen Tag vor seinem Tod, da hat er mir diese Kette geschenkt. Herr Aurich, ich muss los. Ich habe noch einen dringenden Termin. Auf Wiedersehen. Wiedersehen, Frau Schulin. Diese Herzkette, die Polizistin da gerade hatte, das war doch ein USB-Stick. Und die Kette, die Ferdinand Schumann meiner Mandantin noch kurz vor seinem Tod geschenkt hat, die hat so ähnlich ausgeschaut. Was ist, wenn das auch ein USB-Stick war? Dann könnten darauf doch Informationen gespeichert sein, die den Giftmüllskandal der Firma betreffen. Ja, und wenn meine Vermutung richtig ist, dann könnte Günther Wolf Ferdinand Schumann ermordet haben, damit er ihn nicht auffliegen lässt. Ich muss dringend mit Frau Schumann sprechen. Isabella Schulien geht der heißen Spur sofort nach. Sie ahnt, dass jede Sekunde zählt.
Zu Hause trifft sie ihre Mandantin nicht an. Ihre nächste Adresse, der Kindergarten. Schwester Beatrix, hat Frau Schumann Hanna noch gar nicht abgeholt? Nein, aber sie hat angerufen und eine ganz komische Nachricht hinterlassen. Ich soll Hanna zu ihrer Tante Isa in die Firma bringen. Wissen Sie, was das bedeuten soll? Ich fürchte ja. Tun Sie mir einen Gefallen, kann Hanna noch ein bisschen bei Ihnen bleiben? Ja, natürlich. Okay, ich hab's eilig, danke. Kommissar Aurich, Rechtsanwältin Schulin hier. Ja, es geht um Folgendes. Wenn du glaubst, du kannst mich hier verarschen, dann bist du an den Falschen geraten. Glaub mir, ich habe überhaupt kein Problem, dich auch noch umzubringen. Oder vielleicht dein kleines Töchterchen. Nein? Dann mach endlich dein scheiß Maul auf! Verdammt! Wo? Was machen wir denn hier, Feines? Komm schon, verdammt nochmal. Polizei! Was zur Hölle? Ganz ruhig, Schwertmann. Ach, du blöder Schwein, lass mich los! Verdammtes Arschloch! Was soll denn diese Scheiße? Lass mich los! Blöd, Arschloch! Ist alles okay? Ich kenne das. Ist. Ich weiß, ihr Mann hat geahnt, dass etwas passieren wird. Sie hatten tatsächlich mit allem recht. Herr Schumann hat seinen Chef erpresst. Ja, der Lockruf des Geldes. Dem widerstehen die wenigsten. Na, ganz so war es ja jetzt auch nicht. Immerhin hat er das Geld ja wieder zurücküberwiesen. Ja, nur leider zu spät. Da war der Plan des Herrn Wolf schon längst im vollen Gange. Und was für ein ausgefeilter Plan. Normales Bier in Flaschen von alkoholfreiem Bier zu schütten, damit es so aussieht, als wäre Herr Schumann betrunken gewesen. Damit nicht genug. Auch die Etiketten der Laborflaschen wurden manipuliert. Ich bin auch nach all meinen Dienstjahren immer wieder verblüfft, auf was für Ideen Menschen kommen. Aber eins würde mich noch interessieren. Wer war diese Putzfrau auf dem Video? Ja, da bin ich Ihnen endlich mal einen Schritt voraus. Wir haben die Reinigungsfirma überprüft und dort arbeitet tatsächlich eine Frau mit Gehbehinderung. Es gibt also doch noch Zufälle. Tja. Ja, vielen Dank, Frau Schulin. Ich habe wirklich größten Respekt vor Ihrem Scharfsinn. Nichts zu danken. Aber wissen Sie, der macht den Papa der kleinen Hanna auch nicht wieder lebendig. Wiedersehen. Wiedersehen. Ich finde es erschreckend, dass sein Kind seinen Vater wegen der Gier anderer Menschen verlieren musste. Aber Hanna wird ihren Vater als den guten Mann, der er wirklich war, in Erinnerung behalten können. Und Hanna wird es auch schaffen, mit der Liebe und Unterstützung von ihrer Mutter und Schwester Beatrix diesen Schicksalsschlag zu verarbeiten. Und was Günther Wolf anbelangt, der wird seine gerechte Strafe schon bekommen für sein verwerfliches Handeln.